Hier ist Auf den Punkt zur OB-Wahl 2020 in Stuttgart. Heute mit Marian Schreier. Hallo. Hallo Rau, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sie gehen in das Rennen um die Nachfolge von Fritz Kuhn und zwar als parteiloser Kandidat. Richtig so? Als unabhängiger Kandidat, genau. Oberbürgermeisterwahl sind Persönlichkeitswahlen und da bewerbe ich mich als Person mit meinen Ideen und Überzeugungen. Aber wenn es eine Partei gibt, die Ihnen am nächsten steht, ist es schon die SPD. Also vor allen Dingen stehen mir Überzeugungen am nächsten. Also ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch seine eigene Lebensgeschichte gestalten soll und dass man dabei auch die Unterstützung erfährt, sei es in der Familie, in der Nachbarschaft und in der Gesellschaft und dass wir Veränderungen als Gesellschaft gemeinsam gestalten können. Und das ist die Überzeugung, die mir am nächsten ist. Aber sind Sie noch Mitglied in der Partei? Ich bin noch SPD-Mitglied, ja. Dann wollen wir jetzt auch schon loslegen mit Auf den Punkt. Ich gebe Ihnen noch mal kurz die Spielregeln durch, damit Sie da noch mal informiert sind. Wir haben 5 Thesen vorbereitet. Sie dürfen darauf antworten in maximal 30 Sekunden. Wenn Sie die 30 Sekunden übersteigen, dürfen Sie einmal aus dieser blauen Schüssel eine etwas private oder manchmal auch gemeinere Frage ziehen. Das wird unsere Zuschauer freuen. Sie freuen sich endlich mal, wenn die Politiker länger reden als sonst. Das hat man sonst auch nicht. Ist das soweit verständlich erstmal? Ja, ist klar und verständlich. Wunderbar, dann legen wir jetzt los mit Auf den Punkt und Marian Schreier. Und das wäre die erste These. Stuttgart braucht die 1 Milliarde Euro teure Oper. Stuttgart braucht die Modernisierung der Oper, weil die Arbeitsbedingungen für die über 1300 Beschäftigten nicht gut sind und weil die Oper aktuell im Littmannbau auch nicht die Anforderungen an einen modernen Spielbetrieb erfüllt. Allerdings finde ich, dass wir schon nochmal diskutieren müssen, ist die Sanierung im Bestand die richtige Option oder gibt es nicht auch andere Standorte? Und vor allen Dingen finde ich, dass wir als Stadtgesellschaft eine Diskussion führen müssen, wie sieht eigentlich die Konzeption der Oper aus? Alle Kulturneubauten in Europa in den letzten Jahren, ob Oper in Oslo oder Musiktheater in Linz, sind offene Häuser geworden, mit Cafés, sodass sich die Stadtgesellschaft den ganzen Tag da aufhalten kann. Und diese Diskussion, finde ich, müssen wir führen, bevor wir rein über die Finanzen sprechen. So, das gefällt uns. Sie haben gleich mal über 30 Sekunden gesprochen und dürfen eine Frage ziehen und auch vorlesen dann. Mal schauen, was Sie von der Frage bekommen. Welche Eigenschaft an Ihnen gefällt Ihnen überhaupt nicht? Ja, da würde ich sagen Ungeduld. Also ich bin sehr ungeduldig oder kann sehr ungeduldig sein, ja. Okay, ist schon ehrlich beantwortet, sehr gut. Dann machen wir gleich weiter mit der zweiten These. Den Wohnungsmarkt in Stuttgart kann ein Oberbürgermeister nicht wesentlich beeinflussen. Korrekt oder nicht korrekt? Das sehe ich anders und zwar, wir brauchen eine Neustart in der Grundstückspolitik, das heißt eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, das ist der erste Schritt, dass Mieten sinken können. Zweitens brauchen wir deutlich schnellere Verfahren bei Baugenehmigung und Bauleitplanung und wir brauchen mehr Innovation. Also warum pilotieren wir zum Beispiel nicht den digitalen Bauantrag in Stuttgart? Alles klar, auch innerhalb der Zeit gelöst, von daher können wir gleich in die dritte These gehen. Und die dritte These lautet, Stuttgart ist keine Fahrradstadt. Da würde ich aktuell zustimmen, aber ich möchte Stuttgart zu einer Fahrradstadt entwickeln. Das heißt, dass wir die Beschlüsse umsetzen, die der Gemeinderat letztes Jahr getroffen hat. Das heißt, ausreichend breite Radwege, mehr Kontrollen, also dass keine Autos auf Radwegen parken und insgesamt eine Förderung des Radverkehrs. Auch das innerhalb der 30 Sekunden. Respekt. Wir machen gleich weiter mit der vierten These. Ein kostenloser ÖPNV-Tag, beispielsweise am Samstag, wäre gut für die Umwelt und würde dem Einzelhandel helfen. Ja, da stimme ich zu. Also das zumindest testweise zu versuchen. Es gibt andere Städte, die es gemacht haben, Tübingen beispielsweise. Und ich glaube, das kann gerade nach der Corona-Krise auch ein Weg sein, um den Handel in der Innenstadt weiter oder wieder zu beleben. Und wie würden Sie da persönlich ansetzen? Also ich würde es erstmal im Gemeinderat zur Diskussion stellen, weil es ist klar, dass es natürlich auch eine Menge Geld kostet, wenn wir Einzeltage im ÖPNV kostenfrei machen. Alles klar, beides innerhalb der 30 Sekunden und in der Antwortzeit von Ihnen. Und wir kommen auch schon zur fünften und letzten These. Das Clubsterben in Stuttgart ist ein Alarmzeichen für die Attraktivität der Landeshauptstadt. Würden Sie dem zustimmen oder nicht? Da würde ich zu 100% zustimmen und ich finde, die Frage des Nachtlebens oder auch der Jugendkultur ist keine beiläufige Frage, sondern Jugendkultur ist eine Frage von Standortpolitik. Wenn eine Stadt attraktiv ist, wenn sie ein lebendiges Nachtleben hat, dann zieht sie auch Fachkräfte an aus der ganzen Welt, aus ganz Deutschland. Das brauchen wir, um die Transformation in der Wirtschaft zu schaffen. Deswegen finde ich, dass wir deutlich mehr in den Bereich der Nachtkultur und des Nachtlebens investieren müssen. Ich möchte eine Konzeption entwickeln, wie wir auch die Theodor-Heuss-Straße wieder aufwerten können und zum Beispiel als Auftakt sagen, warum
sperren wir nicht mehr die Theodor-Heuss-Straße an einem Wochenende, beginnend ab einem Samstagnachmittag, sodass man abends dann dort ohne Autos feiern kann, ja, so als Zeichen der Wiederbelebung nach der Corona-Krise für die Clubs entlang der Theo. Und wir waren deutlich über den 30 Sekunden, von daher dürfen Sie noch einen letzten Zettel ziehen mit einer Frage. Welchen Politiker einer anderen Partei bewundern Sie? Ja, bewundern ist vielleicht das falsche Wort, aber also wen ich wirklich sehr respektiere und beeindruckend finde, ist Norbert Lammert, der ehemalige Bundestagspräsident, CDU-Mitglied, weil ich finde, dass er wie kaum ein anderer für die für demokratische Werte steht und die auch auf eine sehr lebendige Art vermitteln konnte und ich finde auch rhetorisch immer brillant. Vielen Dank, Marian Schreier, das war Auf den Punkt und in der nächsten Folge freuen wir uns dann auf Frank Nopper von der CDU. Bis dahin, macht's gut und ciao.